Hallo alle zusammen, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Und es ist mal wieder ein Favoritenvideo, weil ich das Gefühl habe, so einige von euch finden das ganz gut, so eine bunte Mischung von allem. Und auch diesmal mache ich es wieder so, dass ich beim Kleinsten anfange, bei der Babykategorie über Kind, über erwachsene Frau. Also starten wir direkt los. Ja, die erste Empfehlung, den ersten Tipp, den habe ich über Instagram gefunden, über die Tanja. Da habe ich mir das quasi abgeschaut. Und ich habe ja einige von euch auch, denen ich folge, und da finde ich es immer ganz klasse, wenn ich auch von euch einfach mal Tipps mitnehmen kann. Und ja, ich war ja lange auf der Suche nach einem guten Kinderwagen-Organizer, auch wenn ich jetzt nicht mehr so Heavy-User eines Kinderwagens bin, einfach durch die Topografie unserer neuen Umgebung. Aber ich weiß, dass viele von euch sowas suchen. Und ich habe jetzt von Jerrybox, ich zeige es euch mal kurz hier, von Jerrybox den Kinderwagen-Organizer. Ich zeige es euch aber auch nochmal in der Nahaufnahme. Und zwar finde ich den aus verschiedenen Gründen ganz gut. Zum einen ist, finde ich, das Material ganz gut verarbeitet. Das ist eine schöne Qualität. Zum anderen finde ich den kleinen Deckel obendrauf ganz gut. Einfach um da nicht so freie Sicht auf alle Sachen zu lassen und auch so ein bisschen Sonnenschutz, Regenschutz zu haben, klein wenig. Trotzdem kann man immer an die beiden äußeren Fächer rankommen, wo die Flaschen drin sind. Vorne ist ein praktisches Netzfach für das Handy. Und innen drin ist auch noch ein Fach mit einem Reißverschluss, wo man eventuell die Schlüssel dann nochmal reinmachen kann. Und ja, ich habe die kleinere Version. Es gibt zwei Versionen. Ich habe die kleinere Version jetzt ausgewählt. Die hat hier hinten einfach nur so eine Netztasche, wo man noch was reinstecken kann. Ich glaube, bei der größeren Version ist noch so ein eine Wickelunterlage dran. Müsst ihr mal schauen, auf Amazon habe ich es euch verlinkt. Und ja, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit und kann es absolut weiterempfehlen. Dann der nächste Tipp für Kinder um die 2 bis 3 Jahre ist eine Sache, die ich von der Daniela Ulatrola backt und bastelt auf Instagram mitgenommen habe, und zwar Moro Siebenschläfer. So heißt der junge Mann, ein kleiner Siebenschläfer, Bär, Teddybär, wie auch immer. Kennen wahrscheinlich auch schon viele von euch, ist auch kein Geheimtipp, aber ich habe es jetzt erst kennengelernt vom Rowohlt Rotfuchs Verlag. Und ja, hier geht es natürlich ganz klar, unser Thema aktuell, Kindergarten, viel Spaß im Kindergarten. Das sind 4 Geschichten, die sich um das Thema Kindergarten drehen, mit ja, Erlebnissen oder Gegebenheiten, die eben im Kindergarten auf die Kinder zukommen. Und ich finde es ganz süß gestaltet. Marie ist sofort drauf angesprungen. Die Geschichten sind relativ kurz, also es sind so gute Nachtgeschichten. Ich sag mal, da kann man gut 2 oder 3 von vorlesen, vor der Schlafenszeit. Ich finde es sehr, sehr schön gezeichnet. Ich zeige euch gleich nochmal Nahaufnahmen davon auch. Und ich bin immer ganz dankbar für solche themenbezogenen Bücher, weil einfach das für Marie natürlich im Moment das absolute Thema ist und sich alles darum dreht, ihre Gedanken und Ängste vielleicht auch. Und so findet sie es immer ganz spannend, auch zu sehen, wie andere Kinder oder Personen damit umgehen. Noch dazu finde ich, Bobo Siebenschläfer ist absolut unisex geeignet für Jungs und für Mädchen. Und ich denke, ihr Bruder Karl wird davon nächstes Jahr vielleicht auch noch profitieren. Dann kommen wir zur Kategorie Erwachsene. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist eine neue Serie, oder so neu ist sie schon gar nicht mehr. Wie die meisten Eltern, Ehepaare wahrscheinlich, so gucken auch wir ganz gerne gemeinsam bestimmte Serien. Und zwar längst nicht mehr im Fernsehen, um die Werbung eben auszusparen, sondern über diverse Bezahldienste oder eben per DVD. Ich habe mir jetzt die DVD geholt zu Divorce. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich großer Sex in the City Fan bin und war, schon immer gewesen bin. Und Sarah Jessica Parker finde ich sowieso eine sehr interessante Person. Ja, sie ist jetzt auch als Produzentin mit eingestiegen und hat zusammen mit Thomas Church diese, ja, ich sag mal, Komödie ist es schon fast nicht. Also es ist so ein bisschen so eine Tragikomödie. Wir sind jetzt bis zur Hälfte durch und sind schon sehr, sehr begeistert. Ich glaube, das sind so ungefähr 10 oder 12 Folgen. Auf jeden Fall 280 Minuten ja, Video. Und diese Serie hat so ein bisschen schwarzen Humor. Also es ist schon ein ernstes Thema. Es geht ja darum, dass das Paar sich trennen möchte.
Trotzdem sind die Schauspieler sehr markant, auch sehr bekannte Schauspieler dabei teilweise. Und er ist in der Hauptrolle auch absolut ein kerniger Typ und ich fand das total dankbar, weil so mein Mann das eben auch ganz gerne guckt und es hat absolut nichts mit Sex and the City oder Mädchenthemen zu tun, sondern es geht wirklich ums Thema Scheidung und sie haben zwei ältere Kinder und das Leben geht halt weiter und da kommen natürlich jetzt einige Probleme auf sie zu. Trotzdem gibt es viele, viele Momente, wo man gut lachen kann, wenn man so auf schwarzen Humor steht. Wir sind eben nicht so die Krimi-Gucker, gar nicht. Und darum ist das für uns im Moment ein echtes Highlight. Zu guter Letzt geht es noch ein bisschen um die Schönheit. An dieser Stelle sei gesagt, es handelt sich nicht um eine Kooperation. Trotzdem habe ich Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat sich ergeben hier aus den lokalen Gegebenheiten. Denn ich habe jemanden kennengelernt über Instagram. Ihr glaubt gar nicht, wen man alles über Instagram kennenlernt. Und die war so freundlich und hat mir eben Produkte zur Verfügung gestellt, ohne dass ich danach gefragt habe und es gab auch keine Bedingungen, dass ich überhaupt ein Video machen soll dazu. Einige von euch haben es vielleicht schon auf Instagram in meinen Stories entdeckt. Und zwar die Firma Spectacular ist hier in Düsseldorf gegründet, was ich persönlich auch wieder ganz gut finde, weil ich unterstütze gerne regionale Stores oder regionale Firmen. Und da dreht es sich alles um die Naturkosmetik. Es sei auch gesagt, ich bin, weiß Gott, kein Naturkosmetik-Hardliner und ich weiß, es gibt ganz viele Instagram- und YouTube-Gurus, die sich nur auf die Naturkosmetik ohne Tierversuche stürzt. Da bin ich jetzt nicht unbedingt auf der Schiene, also das ist so ein bisschen, ich finde es natürlich gut, aber ich suche jetzt nicht explizit danach. Trotzdem habe ich von den Produkten teilweise sehr hochpreisige Produkte. Da kann ich, wenn ihr Interesse habt, auch nochmal gerne so eine Art Review zu machen, ob es sich lohnt oder nicht oder was ich dazu denke. Das wollte ich jetzt aber mal ein bisschen ausklammern, weil jede Familienkasse ist ja so ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz ist man ja vielleicht auch immer auf der Suche nach so ein paar Geschenkideen für Freundinnen oder für einen selbst. Und da kann ich das absolut empfehlen, vielleicht auch mal sich was Hochpreisigeres zu gönnen. Ich zeige euch jetzt heute einmal hier von Henn einen Lip Balm. Der ist in Amerika hergestellt, ohne Tierversuche, ohne künstliche Zusatzstoffe und. Ist so ein bisschen auf der Vaseline-artigen Seite und eignet sich wohl auch für Ellbogen, habe ich jetzt gelesen, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ist super angenehm. Ich habe es persönlich jetzt nur in Anführungszeichen auf dem Nachttisch stehen, denn ich mag das nicht so gerne mit den Fingern immer da rein zu dippen. Das mache ich halt dann abends, wenn ich saubere Hände habe. Aber die Wirkung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mag das Gefühl auf der Haut und was ich auch gut finde ist, es hinterlässt nicht so einen komischen Film. Das habe ich zum Beispiel bei diesen Burt's Bees Lip Balms habe ich so ein bisschen immer so einen schmierigen Film hinterher drauf. Das habe ich hier nicht und ich kann absolut sagen, seitdem ich das benutze, habe ich morgens eigentlich immer tipptopp Lippen. Ja, das letzte Produkt ist auch, glaube ich, schon relativ bekannt unter vielen von euch und zwar die Produkte von Stop the Water While Using Me. Ich habe zwei Produkte davon zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich das Rosemary und Grapefruit Shampoo. Also Rosmarin und Grapefruit Shampoo und Conditioner. Ich habe relativ feines, schnell fettendes Haar und auf Instagram Stories und ich glaube Snapchat habe ich es auch schon mal erzählt. Ich habe relativ empfindliche Kopfhaut im Moment. Ich nehme an, das kommt durch die ganze Hormonumstellung oder Zyklus, was auch immer. Auf jeden Fall ist meine Kopfhaut recht empfindlich im Moment und ja, da war das natürlich ganz dankbar, dass ich davon Produkte zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und mit dem Pumpspender finde ich es übrigens auch super praktisch in der Dusche, dann geht das nämlich alles ein bisschen zackiger. Und was wollte ich noch sagen? Genau, also es schäumt nicht so sehr, das hat mir eine Freundin auch schon vorab gesagt. Es schäumt jetzt nicht so stark, man darf da nicht so viel von nehmen, um dann zu erwarten, dass es stark schäumt. Das liegt einfach daran, dass sie natürlich auf diese Inhaltsstoffe verzichten, die das Schäumen erzeugen. Es hat aber eine prima Wirkung. Das Haar ist, wie ich finde, einwandfrei danach, also hat keinerlei Mängel.
und einen leichten Duft hat man, so ganz leichten Rosmarinduft. Und die Pflegewirkung zusammen mit dem Conditioner, finde ich, ist auch absolut gut. Für feines und schnell fettendes Haar finde ich das auch absolut geeignet. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Falls ihr noch Fragen, Anregungen habt zu dieser Kategorie Favoriten, dann schreibt sie mir doch in die Kommentare. Vielleicht kann ich es dann beim nächsten Mal mit aufnehmen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag oder Abend und freue mich aufs nächste Video. Macht's gut! Tschüss!